Das Ding ist mega geil. Es gibt nichts, was du mit Geld nicht mehr gut machen kannst, also insofern. Oder Mittagessen geht auch. Mittagessen. Okay. Wir haben einen richtig coolen. Hier haben wir ja jetzt hier diese Standardsituation. Weißt du das noch bei deiner Shopper? Hm. Da war auch so komisch. Da war ganz komisch drauf. Ja, also ganz Freunde am Tag geschlagen. Nein, alles gut. Alles du wirst gut. Diesen Lenker lieben, kann ich dir sagen. Den Beachbar. 100%. Ich glaube auch. Ja. Dann zeigen wir jetzt. Geh aus! So! Ich wollte einfach anlaufen lassen. Bis er mal an war. Damit der Frank sich gleich die Flossen verbrennt oder was? Ja, klar. Motorrad machen. Einen wundervollen guten Morgen! Okay. Verpiss dich. Einen wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. Minus 2 Grad draußen und es gibt heute von uns Motorrad-Content. Ich bin total stolz und total froh, weil mein guter Freund Frank Bugenhagen von der... Alter, hast du mir gerade einen Schneeball ans Bein geschmissen? Ich wollte erst am Kopf machen, aber ich habe Angst. Hier, pass mal auf, kennst du dich mit Chemie aus? Was? Ich habe keine Ahnung von Chemie. Da hinten ist eine Kaffeemaschine, machen wir mal ein. Ich meine, ich war gerade so gut im Konzept, jetzt kann ich mal von vorne anfangen. Ich freue mich total, weil heute kommt mein guter Freund Frank Bugenhagen von dem YouTube-Channel Two Wheels for You. Two Wheels for You und BMW-Vertragshändler in Berlin. Ganz feiner Kerl, hat bei uns seinen Chevy umrüsten lassen. Ne? Schönen Chevy Pickup umrüsten lassen und er ist mega zufrieden, mega stolz auf seine Zuckerschnecke-Nagel-Studio-Team. Ne? Ja. Dass sein Auto so toll läuft und wir kriegen dadurch... Und noch andere jetzt hier, seine Kumpels, ne, Pickup-Kumpels, die bringen den auch noch. So, und Frank ist, wie gesagt, BMW, Motorrad-Vertragshändler, Service, irgendwie sowas in Berlin. Und er kommt heute und wir bauen hier einen wundervollen, das wollen wir hier mal so zeigen, einen wundervollen neuen Lenker drauf. Weil das ist hier Serie Standard und heute, willst du mal Licht anmachen? Von unserer ganzen hier tollen neuen Elektrik. Ach übrigens, ne? Minus 2, oh Alter, minus 2 Grad und Motorrad-Content. Heute Morgen sind wir erstmal in die Firma gekommen und haben uns erstmal den Arsch abgefroren, weil die Heizung über Nacht ausgefallen war, ne? Das war passiert, hier unsere Erdgasheizung ging nicht an, ne? Immer Brennerstörung, habe ich ein paar Mal gegen das Ventil gelatscht, hat klack gemacht und jetzt haben wir hier wieder eine warme Hütte. Fast, hier hinten nicht, ne? Hier hinten aber gar keine Heizung drin, die haben wir irgendwie vergessen, ne? Ach die da, ja, aber die geht ja nicht mehr, die ist ja wirklich... Asbach-Schuss ist außer Betrieb. Müssen wir Lackierkabinen kurz anwerfen. Ja, was ist der Hintergrund dieser Geschichte? Warum machen wir Motorrad-Content im Winter? Weil nichts lieferbar ist. Ich habe mir ja diese wundervolle BMW R18 gekauft für ungefähr 12 Millionen Euro. BMW hat die R18 ja deswegen entwickelt, damit die irgendwie Harley-Davidson so ein bisschen in den Arsch treten können und so Custom-Bikes bauen können, die man sich selber schön individualisieren kann. Mit dem Zubehör. Auch hoffen wir doch auch, du bist so ein guter Chemiker, ne? Ja, ne? Manchmal. Ein lieber Junge, ne? Ja, und was ist passiert? Ich habe mir das Ding gekauft und Zubehör, so wie ich es haben will, nichts lieferbar. Gab's gar nichts, ne? Unser guter Frank hat aber Beziehungen zum BMW-Werk Berlin-Spandau, BMW-Motorradwerk Berlin-Spandau. Und wir kommen deswegen in den Genuss, nach irgendwie 8 Monaten, zwei Jahre das Ding schon auf dem Markt, den ersten Beachcruiser-Lenker dafür zu bekommen. Und das Ding ist mega geil. Ich finde das voll super. Jetzt habe ich eine Hand Kamera, andere Hand Kaffee. So schön fett, so richtig fett auf dem Moped zu sitzen, finde ich cool. Und da passt dieser hässliche Serienlenker, finde ich, irgendwie nicht zu. Und deswegen kommt unser Frank heute hierher. So, jetzt geht es gleich weiter und ich freue mich, euch zeigen zu können, wie... Bei der BMW R18, der wunderschöne Zubehör, nein, Zubehör nicht, Originalzubehör, Beachcruiser-Lenker verbaut wird. Frank hat noch kein Video darüber gemacht. Ne? Two Wheels for You, guck mal auf den YouTube-Channel, da kommt dann das Video hier vom Nagelstudio, ne, wie er hier den Lenker drauf baut. Und deswegen ist das hier eigentlich nur ein kleiner Teaser.
Aber Frank wird ja auch gleich nochmal kommen. Ja, wir können ein bisschen mit dir quatschen bei uns. Ja, ja, natürlich, klar. Den werden wir nochmal interviewen, wie zufrieden er auch mit seinem Pickup ist und alles. Der kriegt ja auch eine Wartung und mit der Wartung verbunden. Und ja, was macht Frank? Ist eine coole Socke. Der hat Betriebsurlaub. Der hat sich jetzt 2 Wochen Urlaub genommen. Und was macht er in seinem Urlaub? Kommt ins Nagelstudio und baut mir einen schönen Lenker auf meine R18. Wunderschönes Moped, ne? Ach Gott, ich liebe sie. Auch wenn es 2 Grad minus draußen sind. Und es momentan ziemlich nur so 2 Zentimeter warm ist. Finde ich sie trotzdem geil und ein bisschen dreckig. Hier hat einer ein bisschen Zeit. Kann mal einer die R18 ein bisschen putzen? Mann, war ein Witz. Was haben wir denn hier alles? Ja. Oh, da hinten haben wir einen. Dieser Wasserstoffversuchsobjekt. Ja, aber nicht zeigen. Was wir noch nicht zeigen dürfen. Nein, nein, dürfen wir noch nicht zeigen. Geht jetzt bald los. Hier steht ein neuer CLK, der gehört jetzt mit ins Nagelstudio. Darüber gibt es aber auch noch mal Videocontent. Zeigen wir euch alles in Ruhe und ich trinke erstmal hier meinen Kaffee. Oh, ML63 AMG. Was? Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe alles verpeilt wegen Zeitdruck, Mangel und Content, alles verschlammt und versaut und so ist es eben halt, ne? Ja, freitags heute viel abholen, ML63 AMG, Dodge Ram ist zur Wartung da, da hinten Wasserstoffprojekt, ganz wichtig, CLK gibt es. So, jetzt wird's spannend und wir haben heute, wie schon angekündigt, zu Besuch aus Berlin unseren Motorraddoktor, oder? Motorraddoktor, ganz genau. Frank Bugenhagen aus Berlin von der Firma TwoWheels4U. Sehr gut gehört. .de. Nicht schlecht. Gut, ne? Und ohne Skript. Warum sind wir beide eigentlich so bescheuert und machen Motorrad-Content im Winter? Weil der Sommer einfach mir keine Zeit lässt und der liebe Armin leider keinen Motorradanhänger hat und der Dome einen Mädchenführerschein, der das Ding nicht rüberfahren kann. Das haben wir alles angekündigt im Fortinet. Das ist schön, dass wir uns abgesprochen haben. Wunderbar. Und deswegen dachte ich mir, meine Gaswartung ist eh fällig. Und Dome wollte mal reinschauen. Verknüpfen wir doch mal das Angenehme mit dem Nützlichen. Wundervoll. Ich bin oder sowas, von, ich weiß. Sowas von dermaßen unendlich dankbar. Ne? Ja, ja. Wundervoll. Aber wir sind ja gar nicht so ganz schuld an der Sache. Ne? Ich möchte mich jetzt bei dir mal so als BMW-Service-Partner mal so richtig über BMW auslassen. Ich möchte davon nichts hören, weil Nein. Wir sind ja Gott sei Dank kein Vertragshändler. Insofern Service-Partner irgendwie sowas, ne? Nicht mehr Service-Partner. Nee. Wir haben 2000 und... ich weiß gar nicht, 10 einen 30-jährigen oder 30 Jahre bestehenden Betrieb übernommen von einem BMW-Partner. Ach so, okay, wir haben okay. Bisher immer in friedlicher Koexistenz miteinander gearbeitet. Der eine oder andere kennt den, Firma Pewitz, okay. Also alteingesessener Berliner Betrieb. Und insofern sind wir quasi, ja, wie soll man sagen, BMW-Partner eigentlich nicht, aber wir sind sehr BMW-lastig. Warst du das eigentlich, weil ich habe ja damals, angefangen hat das ja mit der R18, dass ich gesagt habe, ach scheiße, ich finde mein richtiges Motorrad nicht, so ein Organspenderteil möchte ich nicht, Enduro und so kam es, bin ich auch schon gefahren, eigentlich möchte ich mal so eine schöne Shopper haben. Ne? Also bei mir kam die Idee nicht, ich habe das Video gesehen, ach so. Dachte mir, ach Mensch, so ein Ding brauchst du ihm gar nicht anbieten, weil... Wir Magel haben ja keine Cola. Summen gesprochen, muss man dazu sagen. Genau. Also, Hintergrund der Geschichte ist ja eigentlich, ich will es nur mal ganz kurz anreißen, irgendwie eine alte billige Harley kaufen und damit ein bisschen rumballern, weil sowieso ja gar keine Zeit zum Motorradfahren, weil Firma und zum Fliegen habe ich ja auch kaum noch Zeit, aber ich habe mich auch beschlossen, mich auch wieder öfter ins Flugzeug zu setzen. Ist so. Wohl dem, der es kann. Ja, so. Und dann, wie gesagt, und dann kam irgendwer auf die blöde Idee von euch, hat mir unten so einen Link reingemacht von dieser BMW R18, ne? Und ich war sowas von geflasht und sowas von fasziniert. Wäre nie darauf gekommen, mir irgendwie eine BMW zu kaufen, ne? Also, dieses BMW Heritage-Krams, was die jetzt so neuerdings irgendwie so machen. Coole Sachen, coole Jungs, cooles Design und vor allen Dingen Customizing war BMW ja meiner Meinung nach damals nie so wirklich stark. Ne? Naja, hat mit der R18... Der R90 hat es angefangen. Mit der R90 hat es angefangen, genau. Und da gab es dann die ersten Teile. Viel, viel Zulieferer haben wir, also tonnenweise ist vielleicht übertrieben, aber haben wir zuhauf umgebaut, die Dinger. Okay. Auch als einer der ersten, die den Antrieb schwarz gemacht haben, also die ersten Antriebe bei der R90 waren dann noch schön in Grau, weil man die Teile genommen hat von der GS, das hat überhaupt nicht gepasst, dann haben wir die Antriebe zerlegt, haben die alle schwarz gepulvert und so weiter und so fort. Ja, und dann hast du gemacht, aber das kam jetzt nicht so vom BMW, vom Nein, BMW ist ja auch nicht ganz dumm, muss man dazu sagen, die haben natürlich geschaut, haben erstmal die Marktsituation abgewartet
Und dann kamen die Teile ohne Ende auf den Markt. Also so. Es gab, ich glaube, R90-Umbauteile, ja, ohne Ende. So, aber das war ja unser Problem. Ne? Das, wie gesagt, genau, das BMW, ist viel angekündigt worden. Für BMW hat ja eigentlich schon immer so, oder seit langem, so ein bisschen Twist mit der Firma Harley-Davidson. Da war ja mal diese Hamburger Motorradgeschichte, ne? Die HMT, ja. Kennst du das? Ja, da haben ja irgendwie, keine Ahnung, die kalifornischen Behörden haben wohl irgendwie BMW-Motorräder eingekauft für die Highway Patrol, anstatt dass sie die typischen Harleys dafür benutzen. Und da war natürlich dann eben Harley Davidson so sauer, hat gesagt, dann schenkt man den Hamburger Polizisten halt Harley Davidson. Deswegen knallen die, ja, und auf jeden Fall, deswegen mögen die sich nicht so gerne. Und da hat meiner Meinung nach BMW gesagt, was die können, können wir auch. Wir machen was richtig Cooles, Shopper-mäßiges, Heritage und so weiter. Diese ganze coole Scheiße, dass wir nicht nur den Klapphelm-Zahnarzt da in der Kundschaft haben, sondern wir wollen auch coole Jungs haben, so wie mich und Frank, ne? Zum Beispiel. So. Der Frank hat nicht mal so ein Ding, der kann sich so weiter. Ja, und was haben sie gemacht? Werbung ohne Ende, diese riesige Serie von wegen, ja, hier, wie heißt es? Roland Sands Design. Roland Sands Design war ja einer. Da gibt es doch diese super YouTube-Serie von BMW Motorrad über diese ganze Entwicklung und so, wie heißt sie denn? Ist an mir vorbeigegangen. Ja, ist super gemacht, haben sie in Südafrika, glaube ich, gedreht. Ganz, ganz geil. Problem ist halt, es sind sehr viele Teile angekündigt worden, die es dann geben wird. Lebmann 24 hat zum Beispiel alles Mögliche drin, kann ja kaum was liefern. Unter anderem war eben auch dieser Beach-Sparlenker ewig lang angekündigt, ja, und ist seit, glaube ich, 3 oder maximal 4 Wochen überhaupt lieferbar. Ja. Die haben schon einige verbaut von den Dingern und muss. Wie? Ich denke, ich bin der Erste! Ist ja nicht aus dem Sack gekommen. Oh Mann. Also wie gesagt, es gab viel, viel Werbung, viel Schaum haben sie gemacht und es kam nichts mehr rum. Es gab die Sachen einfach nicht so. Und ich wollte haben. Hi. Bei euch sowieso. Ich will euch immer haben. Ihr seid so sexy. Ich wollte haben hier, halt mal. So, jetzt machen wir vorher, nachher. Vorher, nachher. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich wollte haben einen richtig coolen Lenker. Hier haben wir ja jetzt hier diese Standard. Situation, weißt du das noch bei deiner Shopper? Hm. Da war auch so ein komischer Lenker drauf. Ja, alles ganz voll mit Kontakt geschlagen. Nein, alles gut. Alles du wirst diesen Lenker lieben, kann ich dir sagen. Den Beachbar. 100%. Ich glaube auch. Ja, also das ist wie Arnold Schwarzenegger in Los Angeles auf seiner. Ja. Ist ja jetzt das Interessante. Das ist immer so ein Motorrad, man denkt ja eigentlich, man kann da eigentlich gar nichts dran besser machen. Ne? Doch, kann man. Und da kommen immer irgendwelche Kleinigkeiten, so wie ich hier von Roland Sands hier diese Dinger ja auch gekauft habe, ne? Diese Arschtolle, um 600 Tacken habe ich dafür bezahlt. Es ist alles sauteuer, gar keine Frage. Ja, aber es ist auch wirklich exklusiv. Ja, und deswegen war ich auch sehr erstaunt darüber, dass du dein Motorrad so schön geputzt hast, ja, und wie hingestellt hast. Du hast morgens. Ja, wer sonst? Hier, Leute, wer hat dann einen BMW-Schrauber, der hier aus Berlin herkommt und meinen Moped putzt? Ich hab's doch so gut. Abgewünscht. Ja. Es ist echt, muss ich sagen. Ich musste die kaufen. Soll ich sagen, warum? Ja. Die war super billig. Also pass auf, dieses Motor, es ist ja jetzt diese First Edition, ne? Genau. Und die gibt's ja jetzt gar nicht mehr zu kaufen. Nein, die ist aber schon ein bisschen andere Auspuff. Nein, das ist eine Classic. Ach, das ist eine Classic, das ist ein Schild. Genau, das Schild habe ich oben liegen und die Satteltasche habe ich oben liegen. Und die hat, glaube ich, gekostet Listenpreis 30. Ich habe noch ganz, ganz viel weniger, ich darf gar nicht, ich habe dem BMW-Vertragshändler das versprochen. Dass ich sage, weniger? Du hast also ich habe 2000 Euro über Einstiegspreis der normalen bezahlt. Okay. Das ist Wahnsinn gewesen. So, das war ja die First Edition. So, und was kostet, die gibt es ja jetzt. Wenn du die jetzt so haben möchtest, so wie die hier steht, ohne Pinstripes, bezahlst du wie viel? Mit dem ganzen Zubehör? Rückwärtsgang, Tempomat, alles komplett die Classic mit den 3, 4, 35? So wie sie hier steht? Möglich als Classic. Ich habe aber noch eine First Edition dazu stehen für 21,5 mit knappen 1000 Kilometer. Das ist ja der normale Preis. Das ist ja der normale Standardpreis, ganz genau. Und da hast du noch keinen Rückwärtsgang nicht drin, oder? Die hat keinen Rückwärtsgang und auch kein Tempomat, weil das einer der ersten Modelle waren. Die ersten Modelle hatten kein Tempomat.
Auch kein Lenkungsdämpfer. Ja. Und die hat ja alles, die hat ja... Offiziell auch nicht nachrüstbar, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ist technisch möglich, von BMW nicht gewollt. Es gibt wohl Einzelfälle, da ging das, aber... Ja. Und die hat ja alles, die hat ja hier die Trittbretter dran, die hat ja hier die, die schönen... der auch ganz anders klingt, dieser Fischtail ist eine Katastrophe. Deswegen bin ich froh, dass ich die so gekriegt habe mit den... Ich weiß, Dr. Jekyll, Hyde, ich will nicht sagen, ist alles gut. Also, ja. Ich weiß, ich bin ja ein Bild. Du bist ein Bild, hast du ja ein Video von mir geschaut auf dem Kanal. Nein. Gut. Doch, ja, natürlich habe ich das. Natürlich habe ich das mit. Ich habe damals schon gedacht, ach scheiße, irgendwie klingt die so ein bisschen guck mal, was da geht. Da gab es ja noch gar nichts. Und du kamst natürlich mit dem ersten Video. So wie er jetzt mit dem ersten Video von. Vielleicht zeigen wir jetzt. Boah, das ist cool. Ja, ne? Boah, das ist doch ganz was anderes. Das muss ein bisschen auch. Ja, das steht früher alles. Oh, ja. Das ist ja cool, ne? Das ist schon. Ganz was anderes. Da oben willst du aber nicht fahren. Nein, aber ich muss ja irgendwie dranhalten. Na komm, lange Rede, kurzer Sinn. Zeig mal die Sachen, genau. Ist ja alles. Wir ziehen mal kurz ein Originalzubehör, genau. Genau, das ist halt auch der große Vorteil. Wir haben hier Originalzubehör. Ich mal wieder kommen, Termine. Termine? Oh, Termine. Ah. Ja. Wolltest du meinen warten? Freitag auch, ja. Freitags. Du musst mal anstecken, nur mal gucken. Ja, also zurück zum Thema. Was haben wir hier? Wir haben einen Beach-Sparlenker Original BMW zu gehören. Hat den riesengroßen Vorteil. Dieser Lenker ist zum einen gestempelt. Braucht nicht eingetragen werden, Original zu gehören. Ah, okay, ja, ja. Wir haben die Löcher für die Satellitenbefestigung, also für die Bedienelemente, vorgebohrt. Mhm. Wir haben die Fixierungspunkte, wo wir ja alles hindrehen müssen, damit es nachher auch halbwegs passt von der Position. Wir haben hier natürlich genau dasselbe, auch zwei kleine Körnerpunkte. Mhm. Kleinigkeiten bekommt man sicherlich auch so hin, aber es ist stimmt, deswegen mit dem Einstellen auch. Deswegen habe ich gesagt, du stellst das alles ein, brauchst du gar nicht, weil es alles genau. Geil. Was wir noch haben, sind originale Kabelbäume, aber die müssen natürlich auch länger sein. Also wir brauchen hier nicht anfangen, irgendwelches Zeug alles Plug-and-Play, zu schneiden. Ne? Plug and Play, du kannst den Käse kaufen, mit halbwegs geschickten Fingern selber zusammenbauen. Das ist auch keine große Geschichte. Auch hier die Hydraulikleitung. Ja, Brems- und Kupplungsleitung müssen natürlich auch länger. Das ist das Einzige, wo man natürlich wissen muss, wie man es macht. Neue Lichtringe, Befestigung. Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist, wir haben keine Leitung mehr im Lenker verlegt. Ja, die gehen dann also außen an den Brems- bzw. Kupplungsleitung lang. Oh gut, so ist doch. Heritage, mein Gott, gehört dazu. Na, richtig, Custom ist natürlich, den ganzen Käse hier drin zu verlegen, sodass man möglichst nichts sieht. Und die hier machst du mit Kabelbindung wieder dran, oder wie? Die werden von außen jetzt an die Kupplungs- bzw. Bremsleitung. Da gibt es dann diese tollen... Ach so. Das liefern sie natürlich nicht mit in dem Bastelkit, aber wir nehmen die einfach von der Erde. Das ist nochmal extra Bubenhaben geupgradet. Ja. Super, wunderbar. Genau. Ja, gucken wir mal vorher, nachher. Ne? Wir gehen jetzt mal hier einmal so rum. Und schreibt mal unten drunter, was euch besser gefällt. Das hier. Was ist am wichtigsten? Was wollt ihr denn essen? Ich glaube, ich würde das bestellen. Ich nichts, ich bin auf Diät. Ich habe schon wieder. Ich auch nicht, aber kannst gerne mal meine beste Hälfte fragen. Aber die ist ja, die will eigentlich nur nach Hause wahrscheinlich. Also aber du musst dich in Geduld üben. Ich muss ja ehrlich sagen, Frank hat ja jetzt Urlaub. Ne? Und ich habe ja echt ein schlechtes Gewissen. Er hat wirklich einen Urlaubstag von sich geopfert, mit seiner Frau aus Berlin hierher zu kommen und das hier zu machen. Ne? Also ja guckt. Es gibt nichts, was du mit Geld nicht wieder gut machen kannst. Also insofern. Oder Mittagessen geht auch. Mittagessen ist. Okay, dann ist es gut. Ne? Guckt auf seinem Kanal vorbei. Ist wirklich cool und der Kanal hat es wirklich verdient, wirklich vernünftig gescheit zu wachsen mit so einem geilen Publikum, wie ihr das seid. Ne? Kamera hat er da, Tools for you. Genau. Unbedingt schauen. Zwei Wheels, 4U. Weißt du was? Na? Wir machen jetzt hier überhaupt gar nicht weiter. Das Video ist jetzt zu Ende. Den Lenker fertig, angebaut, alles, Montage, alles können Sie sich bei dir angucken. Das ist zum Beispiel auch eine gute Idee, ja. Ja. Weil wir haben ja noch ein kleines Schmankerl, wenn man es mal so sagen darf. Wir sind jetzt bei wahnsinnigen, nicht 42.000 Abonnenten, wie der Lima Armin das auf seinem Kanal hat. Sondern ja, sei stolz drauf, sondern bei 540. Und wir haben eigentlich gesagt, wenn wir bis zum Jahresende die 1.000 erreichen, dann werden wir einen... Ja, ich kann es mal sagen, ich habe es bei mir nur angekündigt, was es gibt für eine Verlosung. Wir werden einen nagelneuen Schubert C5-Helm, also gerade erschienen das Ding. Ein Kappel für BMW. Genau, den werden wir verlosen, aber natürlich unter der Prämisse, dass wir 1000 Abonnenten haben. Das heißt, es fehlen noch 450 roundabout. Ihr müsst ganz schön Gas geben,
Aber wer Bock auf so einen neuen Helm hat, gerade erschienen, ist noch gar nicht so wirklich publiziert. Also wer von euch und wer unter euch Zahnarzt ist, ne, und einen Klapphelm braucht, der kann den gewinnen. Nein, das ist ja Quatsch. Ich bitte, das ist das Problem, wenn solche Leute wie ich, die eigentlich so mehr Harley-like sind, zu BMW wechseln. Dann gibt's immer voreingenommen, muss man ganz klar sagen. Weil der neue C5 von Schubert, um die Lanze zu brechen, der sieht nicht mehr aus wie ein Klapphelm. Der sieht aus wie ein Integralhelm, hat aber alle Vorzüge eines Klapphelms. Ja. Nur mal so am Du weißt ja, wie nah der Köderberg hier ist, ne? Ja. Und wenn wir mit unserem 1.000 € Klapperkarren auf den Köderberg gefahren sind und die ganzen BMW-Fahrer mit ihren Klapphelmen und uns nicht mit dem Arsch angeguckt haben, was Besseres waren. Und warum? Ne, das weil sie es können. Ja? Ihr könnt es auch. Die eine ganz kleine Frage habe ich noch, bevor ich dieses Video abschließe, was du davon hältst. Ja. Weißt du, womit ich dieses Motorrad vergleiche? Ich weiß nicht, ob BMW es anders macht oder ob die es besser können. Ich vergleiche sie irgendwie mit dem Airbus A380. Weil? Unglaublich viel Kohle investiert extra für dieses Motorrad im Heritage Design. Nee, im Heritage Design diesen Motor speziell gebaut. Das ist ja nun wirklich ein Heritage, also ein Classic Motor mit Euro 5, mit Cut, mit Lambda-Regelung, also ein uralt Motor aus den 30er Jahren. Einmal viel fetter gemacht, viel mehr Leistung, elektronische Einspritzung drauf, Euro 5, alles. Wie viel Kohle steckt in diesem Aggregat? Guckt euch mal dieses fette Ding an. Es ist wirklich ein Genuss. Ich habe es ja, ich habe es jetzt zu dem Fuchs schon gesagt, ja? Vom BMW. Ich sag, wenn du damit fährst, ist es, als wenn der Teufel dich so in den Nacken packt und woanders hinsteckt. Ja, das geht gut auf jeden Fall. Wahnsinn. Und einfache Technik vom Aufbau des Motors her. Also wir haben wirklich einen Schlüsselstangenmotor, klar. Also es ist klassisch aufgebaut. Du kannst dir sogar noch die Ventile einstellen. Kriegen die Kohle wieder raus? Ich meine, die werden jetzt viel machen. Die First Edition, die gibt es ja jetzt nicht mehr bestellbar. Du kannst die jetzt noch. Aber schau dir die Modellpalette an. Also wir haben ja die ganzen anderen Modelle, die jetzt rausgekommen sind. Ich weiß nicht, wer mal Lust hat, guck mal auf der BMW-Seite. Der Motor ist ja die Basis für viele andere Modelle, die jetzt gerade erschienen sind. Also aber es ist eine Klette, du kannst ja nicht in ein modernes Motorrad, du musst eine Heritage-Bike haben. Ja. In ein modernes Motorrad kannst du ja diesen fetten Dings da nicht reinbauen. Ja, ich kann nur sagen. Hier bei Harley zum Beispiel, eine V2, die haben es ja mit Buell und so geschafft, die können ja ein Sportbike, alles davon. Das geht damit nicht. Nicht wirklich. Ich kann nur sagen, ohne zu viel zu verraten, wartet mal ab, was da vielleicht noch kommt. Okay, sind wir gespannt. Wir haben euch auf jeden Fall versorgt mit schönem Motorrad-Content im Winter und ich hoffe, es bringt euch ein klein bisschen Sonne in euer Leben. Vielen, vielen Dank fürs Gucken und Two Wheels for You. Frank, bitte guck vorher, nachher, Lenker. Da geht's weiter. Cool. Ja, ja. Ich setz mich dann nachher drauf und dann bin ich dein Fotomodell. Ne? Auch sehr schön. Sexy. Freut mich. Tschüss. Tschüss.